Hallo und WB, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Also einer neuen christlichen Folge von Pokémon. My ass. Ja. Ich habe dann doch bis Level 26, beziehungsweise die beiden, die sind immer zwei Level hinterher, ein Level hinterher. Und da hatte ich auch keinen Bock, die auf dasselbe Level zu bringen, weil das ist irgendwie anstrengend. Und wenn was anstrengend ist, dann meide ich das meistens. No, stop touching me, arm the... Night. Ja. Jedenfalls überlege ich jetzt mit dem Gedanken, unser TM-Case zu benutzen und Waterpuls tatsächlich beizubringen. Weil auf Level 26 hat er immer noch keine useful Wasserattacke erlernt. Und Bubble haut sich raus. Wir hoffen einfach, dass Steffen ein bisschen länger dabei bleibt. Also ich weiß schon, dass ich Steffen demnächst ersetzen werde, aber... Ne? Aerial Ace wäre auch noch eine Idee für unseren guten Chardin. Ist besser als Peck. Ja, das mache ich jetzt auch. Oh, was? Der kann das auch erlernen. Das wäre natürlich noch besser. Huch. Er ist bei mir kurz Dingens weggegangen. Also... Wir wollen den Step, deswegen bekommt der jetzt Aerial Ass. Besser als Peck. Hat auch Furry Cutter erlernt, was sowieso eine scheiß Attacke ist. Darf ich nicht, kann ich das wegwerfen? Nee. Ja, das habe ich schon mal versucht, ne? Secret Power ist auch so eine Attacke, die ich gerne beibringen würde, aber what the fuck. Aber jetzt noch nicht. Brick Break vielleicht, also Kampf-Pokémon. Dick und Return. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben nichts zu verlieren, außer das Spiel. Ich weiß, dass Rivalen immer mit Elektro-Pokémon anfangen, mit Flug-Pokémon anfangen. Es ist einfach so. Deswegen werden wir uns jetzt den Spaß gönnen. Hä? There's woman on the floor. Ja, dann nehme ich halt den Pokédex. Shia got someone's Pokédex. Hey, Shia. Dieser Pokédex gehört mir. Danke, dass du ihn gefunden hast. Und, wie geht's deinem schönen Arsch? Ich dachte mir schon, ich habe danach gesucht. Nennst du mich schwul? Sehe ich wirklich so schwul aus? Oh, really? Okay, lass uns kämpfen. Okay, 26. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Gucken, was Spark ausrichtet. Fast tot. Okay, und paralysiert. Nimmt mir jetzt meine Accuracy, aber das macht nichts. Tobogas tot. Executor. Gegen Executor setzen wir Chading ein. Mit Aerial Ace. Ja, perfekt. Und nochmal Aerial Ace. Okay, jetzt kommt Kadabra. Was nehmen wir denn gegen Kadabra? Gegen Kadabra habe ich... Habe ich dem jetzt Wasserpuls beigebracht? Sag mir bitte ja. Da könnte ich auch mal Kaching draußen lassen. Mit Furry Cutter vielleicht. Guck mal, zack. Ach, fuck. Dann Aerial Ace. Ja, geil. Und jetzt kommt Glutexo. Ich muss gleich kurz pausieren, weil es geklingelt hat. Telefon. Ja, gegen Glutexo kommt Steffen. Mit Waterpulse. Oh mein Gott, das zieht ja gar nichts ab. Matchup vielleicht? Ich hätte ihm gar keinen Waterpuls beibringen müssen. Ein Moment. Ey, dieser Part besteht tausend aus Cards. Habe ich jetzt das Fenster verschoben? Wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht. Egal. Um Tode zu vermeiden, erstmal Super Potion auf einen guten Steffen. Und damit Y-Script töten. Und Garados. Gegen Garados habe ich Pokéball. Bam, fast tot. Was soll denn das? Und Sonic Boom. Oh mein Gott, treff doch einfach. Danke. Ich habe den Teufel besiegt. Was ist los?
Naja, wenigstens tust du deinen Pokémon gut aufziehen. Ich habe gehört, dass der Cutmaster hier an Bord wäre, aber das ist nur so ein alter, seekranker Typ. Zerschneider, was? What? Fuck. Du nennst mich immer noch gay. Stop that guy. Stop. Ich verspiss mich. Ja, cool. Cool, cool, cool. I feel so high, just overseasing, Well, thank you. I'm feeling much better now. You want to see my hidden technique card? I could show you my prize card technique if you weren't still. I know you men have this. This is a machine. Teach card to your Pokémon and you can see it card anytime. Danke. Ich verpiss mich jetzt. Ich habe ja alles auf diesem Schiff erledigt. Einmal gehe ich noch heißen, hemmungslosen Sex mit dieser Frau haben. Danke. Wir sehen uns. Ja, das lief doch eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir haben keinen Pokémon verloren. Und ich habe Water Pulse einfach... Hätte ihn nicht beibringen müssen. Das finde ich bitter. So, und wem bringe ich jetzt Cut bei? Weil Cut ist ja schon eine scheiß Attacke. Wie, das kann fast jeder lernen. Was ist das denn, ey? Ich gehe mal davon aus, dass Chilvanil nicht mehr so die Attacken erlernt. Deswegen kriegt der das jetzt. Für Screech, würde ich sagen. Oder für Absorber, dann hat er gar keine Grasattacke mehr. Ja, ich würde sagen für Absorber. Wer guckt? Richtig, richtig derpy. Chilvanil. Aber was machen wir jetzt als erstes? Die Arena? Komm Leute, wir haben schon so lange keine Arena mehr gemacht. Wahrscheinlich dauert das Arena-Rätsel noch Stunden. Erstmal switchen. Nope, trash. I'm a lightweighter, but I'm good with electricity. That's what I join. Magical Leaf hat Laurela übrigens erlernt. Wollte ich nur so gesagt haben. Aha, Magnemite. Ja. Verrückt, ne? Ich muss den gegen den einsetzen, weil der einfach Mudshot hat und das einfach sehr effektiv ist. Nope, trash. Oh, the switch is on. Nope, trash. The switch is on. The trash, turn it on. Hä? Second. Oh mein Gott, war das Rätsel einfach. This is no place for kids, not even if you're good. Magical Leaf. On Magical Leaf. Wow, surprise me. Motherfucker. No problem. When I was in the army, Lieutenant Surge was my strict CO. He was a hard tank master. Alter Mann. Magical Leaf. Und 26 für Laurela. Wunderbar. So. Dann kommt jetzt Chilvanil nach vorne. Und zur Not wechsle ich dann ein. Okay, Arena-Kampf, Leute. Heute ist ein besonderer Tag. Wie spreche ich den denn? Nur so richtig, Lieutenant. Hey, Kind! Was, denkst du, was du hier tust? Was? Du möchtest mir meinen Arsch versohlen? Du kleines Piece of Shit. Ich werde dich in deinem Face ficken. Bäh. Oder so. And kick your head to the after and punch your belly und dann nochmal ins Gesicht. Boah, der ist, hat ganz schöne Aggressionsstörungen. Lieutenant Surge would like to battle mit dem Schinkenfinger. 28. Oh, ist klar.
Okay, das ist nicht sehr effektiv. Ich sollte auswechseln. Soll ich riskieren, dass Steffen stirbt? Smudgert. Oh, fuck! Shit, man. Steffen. Gerade Waterpuls beigebracht. Steffen, ey. Steffen. Warum kommt... Warum ist Magneto noch schneller als ich? Tja, den kann ich auch nicht einsetzen. Ja, witzig. Der kann mir zwar meine Spezialverteidigung sein. Ach du Scheiße, aber ich kann ihm nichts anhaben. Wisst ihr was? Das lösen wir spezieller. Oh, what the fuck, ey. Was? Warum Laurela? Auf Laurela habe ich alles gesetzt. Oh, what the fuck, ey. Ja, meine Pokémon treffen auch nicht. Die sind auch end-retarded. Super Potion. Ganz toll. Okay. Wie du willst. Dann stall ich den jetzt aus. Mache ich jetzt meine Defensekugel. Ich werde den Typen besiegen, indem ich dafür sorge, dass er, weil er mich nicht mit seinen Special Attacken treffen kann, und ich dafür einfach nur meine Defense Curl benutze. Ne, ist er jetzt gleich tot. Tja. Tut mir echt leid für ihn. Aber meine Defensive, da kommt er nicht mehr durch. No, ich change nicht. Versuch dein Glück. Double Team, wow. Das hat aber viel abgezogen. Und ich treffe ihn nicht mehr, richtig. Tja. Wenn ich ihn nicht mehr treffe, trifft er mich auch nicht mehr. Echt schade. Was hat er nun davon, wenn er zwei meiner Pokémon wegnimmt? Wenn er zwei meiner besten Pokémon wegnimmt? Wenn er mir allgemein Pokémon wegnimmt? Okay, Slash. Guck mal, Critical Hit. Hat er das verdient? Ja, hat er. Und Raichu. Raichu kann mir nicht viel anhaben. Doppelteam. Erstmal wieder aufladen. Tja, scheiße, wenn du mir nichts tun kannst. Was gleich. Tot. 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 Boah, das war ein Schocker. Du bist ein echtes Steel, Kid. Fahr dann hier, nimm den Dunner Badge. Verpiss dich. Another badge cracks up Pokemon speed, it's also a little Pokemon fly, lighting up any time, kid. You got a special kid, take this, kid. Receive TM34. Yo, kid. Shockwave, good shockwave. Tja. Arschloch. Das Arschloch hat mir alles genommen. Ein paar gute Pokémon hat es mir genommen. Item take. Und Item take. Deposit. Sorry Laurela und sorry Steffen. Ihr wart gut Kerle. Ihr wart gut Kerle. Bulletkopf und Lisa sind wieder dabei, habe ich das Gefühl. Mehr oder weniger, das sind beide scheiß Pokémon. Doch Lisa kann aber noch was raushauen. Und Bulletkopf auch. Und wenn ich Bulletkopf in den Tod schicken muss. So ist das immer, also. Vielleicht sollte ich mich nochmal healen. Und dann geht's auf. Und davon. Nach rechts würde ich sagen.
Ab zur vierten Start. Schön ist, ich kann hier durchlaufen, ohne dass Trainer kommen. Weil ich ja alle besiegt habe. Verschwendete Erfahrung. Lass mich vorbei. Ist der Markt mittlerweile offen? Oder eher nicht so? Muss mal heilen. Bin echt mad. Dafür kann ich jetzt gleich wieder ein neues Pokémon fangen auf dieser Route hier. Bam. Ja, lassen wir mal so. Hallo. I'm a rambling gambling dude. Ja, und du hast einen Fukano. Ich wusste, dass der einen Fukano hat, aber ich musste ja trotzdem. Ich habe ja kein Wasser-Pokémon mehr. Ich habe ja gar nichts mehr. Alter, ich habe nichts. Ich habe das unausgeglichenste Team ever. Ich will nicht, dass ich Pokéball auch noch verliere. Gute Pokéball sind Selbstzerstörung, natürlich Pokéball. Das kriegst du jetzt nicht. Du bist einer meiner letzten Hoffnungen. Vulpix auch noch. Trotzdem Chill Vanille erstmal einsetzen. Und dann Sandy Line. Mit Slash. Und dann Aerial Lash. Er wollte es ja nicht anders, ne? Missed the big chance. Ja, hast du auch. Tut mir echt leid für dich. Ah. Wir haben schon zwei unserer guten Pokémon verloren. Das ist schon bitter. Vor allem, weil ich auf die Idee gekommen bin, echt vor einem Magneton dran zu sein. Hoffen wir einfach mal, dass wir hier ein Pokémon bekommen, was wir noch nicht haben. Medite? Warum nicht? Ich meine, Theorie. Was? Gut, dass wir an Gott glauben und deswegen dass man die jetzt noch mal fangen darf. Weil diese Regel habe ich ja ausgelassen. Das Medite hätte jetzt beinahe Chivanel getötet. Dann setze ich lieber Bulletkopf dafür ein. Oh cool, Sandbohr. Back. Pokéball. Wunderbar. Und den Typen nenne ich, weil er schon so aussieht, wie so ein richtiger Florian. Also ich hätte nicht die Pflicht, Florian abzuholen, weil er Level 18 ist, aber ich tue es trotzdem. Ich habe die Maus im Bett. Hoffentlich noch nicht so lange. Dafür kann ich nämlich wieder den guten alten Lisa oder Bulletkopf ablegen. Hallo Florian, willkommen im Team. Zeig mal, was du so kannst. Mhm. Pure Power, Raises Attack. Das ist natürlich endgeil. Hat auch ein gutes Moveset. Muss aber trotzdem nach vorne, weil er hart unterlevelt ist. Und zerschneiden. Und zerschneiden. Mister, bitte. What's a cute round of fluffy Pokémon? Clefairy. Hidden Power. Oh geil, Hidden Power Kampf oder was? Florian haut jetzt schon raus. Auf jeden Fall, wenn er gegen Normal-Pokémon effektiv ist, ist Hidden Power auf ihn richtig gut. Stop! Don't be so mean to be my Clefairy.
Oha, you should be informed, you need strategy to win at this. Confusion. Ist meine Strategy. Wow! Das wäre beinahe ein kurzer Besuch von Florian gewesen. Und nochmal, zack. Und 27. Und Mack. Der hat einen fucking Mack. Aerial Ace trifft immer, also kannst du... Ach du Scheiße, ich bin vergiftet, aber 70 Schritte sind genug. Und nochmal. Ja, no problem. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Und das nächste Mal sehen wir uns auf der Route wieder. Florian. Level 18. Fast Level up. Raises Attack. Pure Power. Wie's guckt? So, what the fuck, man. Ja, bis dahin.